Jetzt haben wir noch einen nächsten Punkt, den wir besprechen müssen. Ist natürlich nicht nur so, dass an der Schultergelenkspfanne was passiert, sondern wenn die Schulter luxiert, wie in diesem Fall, kriegt natürlich auch der Partner hier an dieser Stelle was ab. So wie wenn ich mit dem Auto vor die Laterne fahre, mache ich zum einen die Laterne krumm und mein Kotflügel hat auch eine Beule. Und genauso entsteht das Ganze hier eben auch, dass auch im Humeruskopf was passiert. Das Ganze ist eben diese Hill-Sachs-Delle, die sicherlich vom Begriff her jeder kennt. Das hier ist mal ein größeres Exemplar aus dieser Kategorie und die kann auch zu Schwierigkeiten führen. Wenn die nämlich ungünstig liegt, so wie jetzt hier, bei diesem Patienten, wenn ich dann außen rotiere, dann hakt das Ganze vorne am Pfannenrand ein, ja, und führt automatisch dazu, dass die Schulter luxiert. Das ist natürlich auch sehr problematisch, weil so ein Mensch hat natürlich schon, sobald er nur in die Außenrotation und Abduktion geht, wird seine Schulter luxieren und wird so nicht zurechtkommen. Jetzt kann man natürlich diesen Defekt in diesem Bereich nicht einfach irgendwie gut ausgleichen. Ja, man könnte sich jetzt vorstellen, beule ich das von innen aus, ist das Problem gelöst. So einfach ist das leider nicht. Ein ganz guter Trick, um sich da zu helfen, ist, dass man diesen Defekt mit Weichteilen deckt, und zwar mit dem Infraspinatus, der ja im Prinzip direkt hinten rüberläuft. Und ich knote im Prinzip den Infraspinatus in diesen Defekt zusätzlich rein, vergrößere im Prinzip damit seine Ansatzfläche und habe damit diesen Defekt verschlossen. Ja, hier, wenn man jetzt von subakromial guckt, werden diese Fäden entsprechend verknotet. Und so sieht das jetzt arthroskopisch aus. Der Defekt ist vollständig verschlossen, hat allerdings einen Nachteil. Wir rauben dem Patienten schon etwas Außenrotation. Das heißt, der wird sicherlich 10, 15 Grad Außenrotation verlieren. Wenn er dafür aber eine stabile Schulter gewinnt, ist das sicherlich das kleinere Übel und ist eine elegante Lösung, um dieses Problem zu lösen. Eine seltene Situation, die noch entstehen kann, ist, dass hier sowas passiert. Das heißt, dass die Kapsel am Humerus abreißt und nicht am Glenoid, eine Hagelläsion. So sieht das hier aus. Hier ist der Humerus. Hier müsste normalerweise die Kapselstruktur sein. Da unten ist sie. Das Ganze kann man nochmal im bewegten Bild sehen. Hier ist die Kapsel eben an das Glenoid runtergezogen und die muss hier wieder hin. Auch das lässt sich arthroskopisch lösen, ist allerdings technisch schon sehr kompliziert und glücklicherweise sind diese Läsionen auch relativ selten. Aber die darf man eben nicht übersehen, weil man ansonsten eben an der falschen Stelle versucht, die Stabilität wiederherzustellen und kriegt ein Problem, weil die Schulter trotzdem möglicherweise luxieren wird. Insofern ist es wichtig, solche Läsionen zu identifizieren. So sieht das Ganze eben aus, wenn es repariert ist. Selbstverständlich kann auch die Rotatorenmanschette eine Läsion bekommen, ja, so wie hier im kernspintomografischen und im arthroskopischen Bild. Auch die kann reißen, insbesondere bei den über 40-jährigen Patienten mit Schulterluxation werden Rotatorenmanschettendefekte immer häufiger. Ja, das heißt, auch die wird entsprechend rekonstruiert, wie wir das ja sonst schon mal häufiger dargestellt haben. Und zu guter Letzt kann die Rotatorenmanschette eben nicht nur weichteilmäßig, sondern auch knöchern kaputt gehen, wie in so einer Tuberculomaius-Fraktur. Auch das lässt sich arthroskopisch bei kleineren Defekten gut angehen. Hier jetzt mal so ein Blick von unten auf dieses Knochenfragment im Bereich des Tuberkulums. Das Ganze wird auch über Fadenanker rekonstruiert. Wir sind jetzt hier im Gelenk. Hier unten ist der Humeruskopf. Hier drunter ist unser Knochenfragment mit der Rotatorenmanschette. Wir legen Fäden jetzt von artikulärseitig vor, gehen dann nach subakromial und verknoten dieses ganze Konglomerat aus Sehne und Knochen wieder fest auf dem Ursprung und haben eine stabile Situation minimalinvasiv wiederhergestellt. So sieht das Ganze dann, wenn wir nochmal von intraartikulär gucken, hinterher aus, dass eben Rotatorenmanschette und Tuberculomaius hier wieder fest auf der ursprünglichen Stelle haften. Das geht allerdings nur bei so kleineren Fragmenten. Bei größeren Ausrissen muss man das entweder minimalinvasiv machen, so wie hier in dem Bild, oder doch offen operieren. Aber für viele Situationen lässt sich da auch arthroskopisch inzwischen viel machen. Das Letzte, worauf ich noch bei den strukturellen Schäden kurz eingehen möchte, sind die Nervenläsionen. Die vergisst man immer wieder, aber dadurch, dass die Schulter eben sehr stark hier vom Plexus brachialis tangiert wird, können auch da Läsionen entstehen und die darf man nicht übersehen, sonst wundert man sich hinterher, warum eine Schulter schlecht geworden ist. Ja, das heißt, insbesondere auch bei älteren Patienten oder Luxationen, die wirklich länger gedauert haben als, sage ich mal, eine halbe Stunde, weil man nicht direkt zum Arzt gegangen ist oder so, die haben ein relativ hohes Risiko, dass eben eine Nervenläsion entstehen kann und das sollte man versuchen, auch richtig zu erfassen. So, jetzt kommen wir im Prinzip wieder zur Einleitung zurück. Jetzt überlegen wir uns mal, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Jetzt haben wir so viel über diese ganzen Schäden gehört, aber was haben wir denn für therapeutische Konsequenzen daraus? Jetzt stellen wir uns mal so vor, dieser junge Mann hier, jung, sportlich aktiv, Leistungssportler, hätte jetzt das Problem, dass seine Schulter luxiert wäre. Was machen wir dann?
Jetzt gucken wir mal. Es gibt ein paar Risikofaktoren, die wir berücksichtigen müssen. Zum einen ist natürlich die Aktivität ein Risikofaktor. Das kann man sich sicherlich vorstellen. Aber das Alter ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Wir wissen aus so ein paar Untersuchungen, die in Skandinavien durchgeführt wurden, dass je jünger der Patient ist, desto größer ist das Risiko, dass er eine erneute Schulterluxation nach einer traumatischen Erstluxation erleiden wird. Ja, das heißt also, neben der sportlichen Aktivität ist ein junges Alter eben ein deutlicher Risikofaktor für eine erneute Luxation. Warum ist das so? Das hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass junge Menschen vielleicht aktiver sind, aber wenn wir gucken hier, diese Capsulabrum-Läsion, so wie hier, wie das so eben so verschoben ist, das entsteht eben dadurch, dass nach der Luxation das Ganze in der falschen Position einhält. Und die Alternative oder das, was man vielleicht falsch macht, ist, dass man die Leute in der falschen Position häufig ruhig stellt, nämlich in der Innenrotation. Es gibt eine Untersuchung, wo eben festgestellt wurde, dass wenn ich das Ganze in Außenrotation ruhig stelle, dass ich hier eine Reposition dieses Capsulabrum-Komplexes durchführe. Und das ist vielleicht eben eine Alternative dazu. Das war hier so ein Japaner, Itoi heißt der, der hat das im Kernspin nämlich gesehen. Hier sieht man, in Innenrotation ist das Kapselvolumen vorne ganz, ganz groß. Und setze ich die Schulter in Außenrotation, legt sich das Ganze hier an. Das wäre eventuell ein Therapieansatz, dass ich mit einer konservativen Therapie meiner Erstluxation doch irgendwie weiterkomme. Zur hinteren Luxation sind wir bei der konservativen Therapie schon deutlich besser dran. Das gibt immer bessere Ergebnisse, aber auch da müssen wir mit der Richtung der Ruhigstellung aufpassen. Man sieht hier schon auf diesem Bild, diese Schulter steht auch in der Innenrotationsposition und alleine dadurch, dass sie in der Innenrotation steht, hakt hier diese umgekehrte Hill-Sachs-Läsion einfach ein. Und wenn ich den so lasse, hat er so ein Subluxationsbild. Das heißt, wenn ich den ruhig stellen will, muss ich den auch in der Außenrotation ruhig stellen. Hier, das ist der gleiche Patient. Hier nochmal computertomografisch nachkontrolliert. Nur durch diese Außenrotationsstellung ist diese inverse Hill-Sachs-Delle aus dem Glenoidbereich komplett herausgedreht. Und so hat das Ganze eine gute Chance, dass das zur Ausheilung kommen kann. Und wie gesagt, die hinteren Luxationen sind insgesamt gutartiger und werden meistens durch eine konservative Therapie insgesamt gut. So, was machen wir jetzt denn bei der traumatischen Erstluxation? Wir würden sagen, wir machen eine Schichtgebung, das heißt eine Kernspintomographie, wenn was passiert ist. Und dann entscheiden wir, gehen wir Richtung Operation bei jungen Patienten. Man legt eine Grenze irgendwo so bei 30 Jahren fest. Oder die eben eine hohe Aktivität haben. Oder wenn ich im Kernspin einen ausgedehnten strukturellen Schaden sehe, von dem ich weiß, dass ich ihn besser angehen sollte, weil zum Beispiel Rotatormanschettenrupturen, verschobene Tuberculum-Majus-Frakturen, Glenoid-Läsionen, das sind alles schwere Verletzungen nach einer Luxation. Das sollte man operativ angehen. Konservativ kann man behandeln die hinteren Luxationen, wenn das die erste Luxation ist und wenn ich die Möglichkeit habe, den Patienten schnell in der Außenrotation ruhig zu stellen, wenn ich entsprechend mit ihm das bespreche, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, ihn konservativ auch gut hinzukriegen. Man hat Hinweise darauf, dass das zu besseren Ergebnissen führt. Kommt es zu einer zweiten Luxation, wenn die erste Luxation traumatisch war, ist im Prinzip jegliche Diskussion vorbei. Dann ist die Schulter einfach nicht stabil. Die wird auch sicherlich durch weitere nicht operative Behandlungsmaßnahmen nicht stabil werden, weil eben die strukturellen Schäden das Problem darstellen und ich muss in Richtung Operation gehen. Sodass, wenn wir jetzt eben gucken, bleibt nur noch dieser Bereich eben übrig, dieser Zwischenbereich, den ich anfangs schon angesprochen habe, der hat zusätzlich noch ein paar andere Probleme, nämlich diese Slap-Läsion im oberen Bizepssehnenbereich, wo auch hier das Labrum kaputt gehen kann. Auch das müssen wir entsprechend behandeln und behandeln das eben auch über so eine Refixation, weil diese entstehen, wollte ich jetzt noch eben kurz erwähnen, hier über diesen Wurfmechanismus. Das heißt, gerade Handballspieler haben hier über eine chronische Überlastung in diesem Bereich ein Problem. Die kann man auch in verschiedene Stufen einteilen. Aber die entscheidende Therapie ist eben das hier. Das heißt, man sieht hier, der Bizepssehnenanker rutscht nach oben. Ja, und wir behandeln das im Prinzip ähnlich, wie Sie das gerade schon auf den anderen Bildern gesehen haben. Das heißt, über einen Fadenanker wird dieser Bereich refixiert, rekonstruiert und hat auch dann wieder die gewünschte Stabilität, sodass wir auch das hier im Prinzip komplett operativ abdecken und versorgen können. Ja, das heißt, wenn wir das zusammenfassend sagen, Schulterinstabilität, wann behandle ich wie was, das ist im Endeffekt immer eine individuelle Entscheidung für jeden Patienten anders, indem ich Alter, Aktivität und den strukturellen Schaden entsprechend abwäge und daraus mein Therapiekonzept mache, in welche Richtung es im Endeffekt geht. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Herr Heikenfeld. Da können die Kollegen, die
hinten noch stehen, nach vorne kommen. Wir werden noch eine Stuhlreihe hier vorne haben. Kommen Sie bitte nach vorne, brauchen Sie nicht zu stehen. Wichtig ist, glaube ich, das, was Sie betont haben am Anfang, und das ist vielleicht auch der Fehler, der häufig gemacht wird. Es wird gesagt, ja, die Schulter war ausgerenkt und das wird nicht besser. Sie haben gesehen, wie viele überhaupt Schäden unterschiedlicher Natur so als Begleitschäden bei einer Luxation so sein können. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Nachbehandlung. Wenn man alles nicht berücksichtigt, hat man in den meisten Fällen so Probleme anschließend. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Danke, dass Sie das so gut dargestellt haben.